Ich bin immer so halb konzentriert. Ich weiß, wie die Sendung heißt. Ich weiß, wie ich bin. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Weekly Game. Ja, und es ist gerade bis zum 30.11. noch Black Friday Sale für digitale deutsche Comics. Am besten nur noch digitale Comics lesen. Nicht für alle natürlich, sondern nur für eine kleine Auswahl. Findet man bei Isneo, wo ich mich ja bekanntermaßen nicht in der App anmelden kann. Und auch bei Kindle, ich gehe davon auch bei Google Play Books und anderen Anbietern wird man fündig werden. Wie gesagt, in der App von Isneo kann ich mich nicht anmelden. Ich kriege aber immer von denen den Newsletter und dadurch kriege ich dann halt mit, wenn solche Sales sind. Und dann gucke ich halt immer bei Kindle, ne? Und jedenfalls sind da einige hübsche Titel dabei, sind einige Panini-Mangas dabei. Es ist von Panini auch noch Blade Runner dabei und Stranger Things, ne? Und dann ist auch ordentlich was von Splitter dabei. Aldebaran ist dabei. Das wäre aber was, wo ich mir die... Also bei Splitter muss ich sagen, würde ich mir persönlich die Alben holen. Vor allem, da ich mit dieses Tablet ist es ist viel zu klein und für Alben schon mal gar nicht geeignet. So, dann ist Torgal mit dabei. Kosten alle 1,99. Das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Alles 1,99. Das ist, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, extrem freundlich. Die Conan-Bände sind dabei. Ne? Sind nicht immer alle Bände davon mit betroffen, aber sehr viel. Karthago ist dabei. Das ist sogar eine schön große Auswahl. Sogar von Carlsen ist was dabei. Das fällt in der App nicht auf. In der App wird es nicht angezeigt, aber auf der Website, und zwar Valerian und Venerique, sind es die ersten fünf Alben. Ne? Ja, für mich persönlich ist am interessantesten aber Crosscult. Das wären erstmal Walking Dead bis Band 15. Und es war auch Paper Girls dabei. Ich will gerade gucken, ob mir gezeigt hier irgendwo wird. Nein, er macht jetzt irgendwas. Wir lassen es. Website hier auf dem Handy geht gar nicht. Wie gesagt, Sneo habe ich auf dem Tablet geht gar nicht. Und Dings habe ich nicht drauf. Ne? Aber Paper Girls ist auch dabei. Und für mich ganz interessant, weil schon 2020 auch da eine kleine Aktion war. Erster Band 1,99 und Band 2 und 3 4,99. Ne? Es ist Deadly Class dabei bis Band 8 und Saga bis Band 6. Und dementsprechend habe ich da auch nochmal ordentlich aufgestockt. Gut, ja, da habe ich ebenfalls gedacht. Also da kannst du ja jetzt nicht dran vorbeigehen. Teil Deadly Class Band 4 bis 6. 4 bis 8 gekauft und Saga 4 bis 6, ne? Und Band 1 und 3 von Saga hatte ich hier schon und das waren auch die, die ich schon damals von einer anderen digitalen Anbieter hatte, ne? Ja, schade, bei Saga hätte ich mir gerne gewünscht, dass alle neuen Bände dabei gewesen wären, ne? Und Outcast ist leider nicht mit dabei, also ihr seht hier auch zwei Outcast-Bände drin, die habe ich zum Vollpreis gekauft, aber noch nicht gelesen und das wären Band 4 und 5 und fehlen... Tut dann halt noch 6 und 8 und 7 gibt es nicht bei Kindern. Nein. Ja, da muss ich dann halt auch wieder überlegen, was ich dann mache. Muss ich mal Crosscult anschreiben, dass sie das vielleicht mal klären. Müsste ich halt aber auch irgendwann erstmal weiterlesen, ne? Weil ich auch dachte, Teil 4 von Outcast hatte ich schon gelesen. Aber muss ich nochmal gucken, ne? Aber ja, super, freue ich mich. Wenn ich jetzt nur ein besseres Tablet hätte, wäre natürlich das alles ein bisschen besser, weil das ist über 10 Jahre alt, läuft halt nicht mehr so wirklich fein, wie es sollte. Ne? Aber das finde ich schon mal erstmal wieder cool. 1,99 macht man nicht verkehrt, kriegst ein ordentliches Bundle aus diesen Comics, nicht unbedingt die ganze Reihe. Aber ich denke, es ist echt geiles Schnapperler für 1,99, wenn es Serien sind, die einen interessieren. Und ich denke, gerade bei US-Titeln und auch bei Mangas, weil Mangas funktionieren ja auch super auf 7 Zoll, also auf den kleineren Tablets, macht man eigentlich nichts verkehrt. Die Splitterbände würde ich vielleicht nicht so kaufen, weil ich auch von Splitter da 1, 2 hatte. Und ich habe ja auch noch irgendwo noch ein älteres, größeres 10 Zoll, aber damit habe ich es komplett aufgegeben zu lesen, ne? Da war das selbst sehr anstrengend, ne? Mit den Splitter-Alben. Ne? Dementsprechend bei Splitter würde ich von abraten, aber ich denke, mit dem US-Format kann man das gut machen. Ne? Ja, und dann habe ich gesehen, Egmont bringt im Frühjahr ein neues Unterlabel für Comics raus. Ne? Also wir kennen ja die Comic Collection, wir kennen die Disney-Sachen und wir kennen Egmont Manga. Und jetzt gibt es ein neues Unterlabel. Bang! Richtet sich an die 7- bis 11-Jährigen.
ist auf alle Fälle schon mal Idefix für angekündigt, also als eigene Serie, also ein Spin-off zu Asterix mit Idefix. Mal schauen, was uns da erwartet, bin ich schon mal sehr neugierig drauf. Ich hoffe, es ist jetzt halt nicht ein Comic zu der Fernsehserie. Ich habe den noch nicht geguckt, weiß ich gar nicht. Das funktioniert meistens nicht so gut. Aber wenn es ein eigenständiges Comic ist, nur mit dem groben Thema, funktioniert das mit Sicherheit richtig gut, weil Billy the Cat, Comic super, Fernsehserie scheiße zum Beispiel. Ne? Kann man so halt im Vergleich nehmen. Oder ist eine gut, Comic super, Fernsehserie scheiße. Selbst da, wo die Stories aus dem Comic kopiert werden, ist die Fernsehserie einfach scheiße. Ne? Also, das ist dann mal, wo ich ein bisschen Bammel kriege, aber ich gehe davon aus, dass das Comic halt dann auf Elfe funktioniert. Ne? Das steht außer Frage, habe ich schon gesagt. Steht außer Frage. Wir sind einige Titel angekündigt, aber ich bin da vor allem auf etwas gestoßen. Es erscheint aber erst im Sommer. Ne? Gleich vorweg. Im Juni. Im Juni erscheint's. So. Ich bin... alles professionell hier. Und da freue ich mich richtig drauf, denn dort ist ein Titel namens Power-Schwestern, oder besser gesagt Power-Sisters heißt es, auf Deutsch angekündigt. Und das hatten wir schon, und zwar bei einem anderen Verlag, nämlich Popcorn. Und zwar ist das Hey Schwester. Ja, Hey Schwester startet jetzt nochmal bei Egmont. Ich gehe davon aber aus, in einem richtig großen, normalen Albenformat gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und ich habe ja hier die ersten beiden Ben und die Serie hat mir gefallen. Und ich wollte schon die ganze Zeit immer mal irgendwie was weiterholen. Kriege ich halt nicht hin. Es sind auch irgendwie 13 Bände oder so, die reguläre Ausgabe. Dann noch Superschwestern, was ja auch noch dabei noch existiert. Ne? Ich würde es aber halt gern weitermachen. Ist doch perfekt. Jetzt startet die Reihe nochmal neu mit Band 1. Auf alle Fälle selbe Cover, gehe ich auch drauf von aus, selbe Inhalt. Ich habe auch schon angefragt, mal sehen, ob Egmont Bang mir auf Instagram antwortet, ne? ob die dann deckungsgleich sind, weil dann würde ich die beiden natürlich trotzdem nicht nochmal kaufen, ne? Gehe ich aber von aus, dass das hier einfach 1:1 die franco-belgische Veröffentlichung ist, ne? Und würde dann halt mit Band 3 einsteigen, ne, in diese Reihe, ne? Also, das sagt, weitermachen ist dann natürlich perfekt, wenn das dann halt so im regelmäßigen Abstand immer ein neuer Band erscheint, als wenn ich jetzt versuche, die alten nachzukaufen. Ne? Das habe ich gesehen. Darüber freue ich mich auch richtig sehr, dass ich das halt gestern entdeckt habe. Ne? Kommen wir zu meinem Lesestapel. Shangri-La habe ich gelesen, hat mir der Splitter Verlag netterweise zur Verfügung gestellt. Das ist ein Werk, das wird schwierig zu besprechen. Das wird schwierig. Ich kann euch aber auch schon mal anteasern, oder ich sag's euch einfach, es ist noch geplant, dass der Ingo von der 9. Kunst und ich uns auch nochmal zusammensetzen. Ein sehr, sehr cooler Dude. Und dann natürlich bei ihm, für ihn auf dem Kanal und es nochmal gemeinsam etwas besprechen, weil hier ist ganz, ganz viel drin und das alles euch jetzt wiederzugeben, wird schwierig. Ne? Aber es ist ein wirklich sehr geniales Werk. Es steckt so voll mit Sozialkritik. Ich habe hier einen ganzen Batzen an Notizen, was ich alles entdeckt habe. Und ich glaube, ich habe noch nicht mal alles entdeckt. Ne? Manche Sachen, gut, die gehen ineinander fließend über, wie Massentierhaltung, Sklaverei, Diskriminierung. Das ist eigentlich theoretisch ein großes Thema. Ne? So wie wenn du ein Mindmap machst, schreibst du halt Thema, würde ich jetzt hier hinschreiben, Lebensform. Und dann würde ich hinschreiben, Sklaverei, Massentierhaltung, Ausbeutung, Diskriminierung, ne? So müsste man sich das vorstellen, bei ganz vielen Sachen, ne? Oder auch Kapitalismus, da würde ganz viel abgehen, ne? Ich habe mir halt nur eben stichpunktemäßig das alles so aufgeschrieben, wie ich es gefunden habe, weil es halt wirklich viel war. Und mir habe ich gesagt, nee, das kannst du dir alles nicht mehr merken, du musst dir jetzt Notizen machen, ne? Ich bin ja auch ein alter Mann, deswegen vergesse ich so, habe ich das nicht immer im Kopf. Und dieses Werk, greift halt auch viel Thema 1984 auf. Ein bisschen anders, ne? Weil wir hier keine Diktatur haben, sondern, naja, das ist viel schwieriger. Wir haben Kapitalismus, der gleichzeitig Sozialismus ist. Ganz wird, ne? So, darum werde ich mich auch... Wir fangen erstmal mit was ganz anderem an. Und zwar die Zeichen. Die sind richtig geil. Das Farbthema ist geil, die Zeichen sind geil. Gut, die Menschen sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber gerade die Hintergründe, die... gehen richtig ab. Also, die sind richtig genial. Oh. Ich schlage hier einfach wahllos irgendwas auf. Auch vor allem sehr detailreich. Und der Witz ist, das ist alles mit auf alle Fälle Hilfsmitteln gezeichnet. Ich gehe mal von aus, dass es am Computer ist, auch wenn es eigentlich nicht so aussieht. Alles mit Hilfsmitteln. Und das mag ich normalerweise nicht. Normal sage ich, nein, keine geraden Linien. Es funktioniert hier. Ich habe auch meinen Verdacht, wieso es funktioniert. Weil keine dieser
sehr detailreichen Hintergründen, die halt auch wirklich mit starken Linien daherkommen, aufgeräumt ist. Ne? Das Problem ist ja eben bei Sachen mit Lineal, dass es halt so aufgeräumt wirkt und damit ja nicht glaubwürdig, nicht authentisch wirkt. Und jetzt ist es aber hier, es wurden sehr wohl überall in die Zeichnung kleine Fehler eingebaut, dass meine Linie nicht ganz gerade ist plötzlich, so als Beispiel, oder eine Kurve nicht ganz gerade ist, oder dass halt eben die, wenn du halt jetzt so einen Würfel hättest, ne, da wurde auch mal ein bisschen der Winkel ein bisschen spitzer plötzlich zulaufend, als es eigentlich sollte. Sowas habe ich halt immer wieder gemerkt. Zusätzlich haben wir halt immer, in diesem Bild haben wir zwei Sachen, die das Bild unaufgeräumt machen. Der Mensch, dieses Stück Müll. Hier sind es die Tiere im Vordergrund, die das Bild unaufgeräumt machen. Ne? So funktioniert das. Durch kleine Details ist das Bild nicht mehr aufgeräumt. Und dadurch ist jetzt mein Verdacht, wirkt das. Ne? Weil normalerweise, zeichnerisch, größter Fehler, gerade Linien, nein. Nein. Größter Fehler ever. Nicht machen, ne? Vorzeichnen, dann handmäßig nachzeichnen. Aber hier funktioniert's. Aber einfach schlichtweg, weil nichts aufgeräumt aussieht. Aber gerade für so eine Science-Fiction-Welt brauchen wir das. Ne? Brauchen wir halt wirklich solche detailreichen Zeichnungen. Und das sieht einfach nur mega aus. Die Zeichnungen. Oh, meine Augen fangen an zu schmelzen, wenn ich das sehe. Also wirklich bin ich schon begeistert. Das Ding jetzt ist so ein bisschen schwierig zusammenzufassen, weil wir beginnen in der Vergangenheit, etwa 1 Million Jahre in der Vergangenheit. Diese Vergangenheit spielt aber nach der Gegenwart. Ja, ist also da schon ein bisschen knifflig, das zu verstehen. Ne? Und zusätzlich haben wir noch einen Ausblick auf eine Zukunft. Ne? Ist auch noch hier drin. Also, da ist es schon sehr komplex an dieser Stelle. Ne? Natürlich nimmt den Hauptteil die Gegenwart aus, das ist der größte Teil dieses sehr, sehr dicken Buches. Ne? Dementsprechend werde ich mich auch ausschließlich damit befassen, weil wir sonst eben auch für die anderen zwei Sachen gespoilert werden. Ne? Die Erde ist unbewohnbar. Mhm. Wir haben bloß diese Welt, aber wir können versuchen, sie mit einem großen Föhn wieder aufzutauen. Die Menschen haben es geschafft, die Erde so zu verdrecken und zu vergiften, dass dort kein Leben mehr möglich ist. Also leben die Menschen halt, wo sollten sie leben? Na, auf einer Raumstation. Das ist das einzig Sinnige. Also leben sie auf einer riesigen Raumstation nahe des Saturns, um genau zu sein, nahe des Saturnmondes Titan. Faszinierend logisch. Den sie, ja, versuchen zu terraformen. Also, ja, die Genesis-Bombe kennt ihr. Star Trek 2 und Star Trek 3 und bei Star Trek 4 war sie theoretisch auch Thema bei, Spock, ne? Anstatt eines toten Mondes ein lebender, atmender Planet, der in der Lage ist, sämtliche Lebensformen am Leben zu erhalten. Der ungeformte Mond, der hier simuliert wurde, stellt nur einen geringen Teil des Genesis-Potenzials dar. Also, ihr kennt es, die Genesis-Waffe, ne? So in der Art, ne? Also ein eigentlich unlebbarer Planet wurde in den letzten 100 Jahren bewohnbar gemacht. Nur nicht für Menschen, denn die Anziehungskraft des Planeten ist zu stark für Menschen. Ne, der ursprüngliche Plan, dass wir dort übersiedeln, funktioniert nicht. Aber man hat es geschafft, dort Tiere zu erschaffen und all sowas. Und natürlich steht der nächste Schritt bevor. Wir haben jetzt Tiere erschaffen. Also erschaffen wir als nächstes einen Menschen. Ne? Ist doch die logische Folge. Ne? Ja, und in diesem Szenario lernen wir ja einen jungen Mann kennen, der halt dessen Aufgabe es ist, im Auftrag der Firma Tianzu, so heißt die Firma, das ist auch gleichzeitig die Regierung, also eine Firma regiert diese Raumstation, ne? Raumstationen aufzusuchen, zu denen man den Kontakt verloren hat. Das sind alles kleine Raumstationen, die der Forschung dienen. Ne? Und dort findet er überall diese kreisförmigen Einbuchtungen in den Laboren wieder und eben, dass dort kein Mensch mehr ist und alles irgendwie zerstört ist. Ne? Das findet er dort überall wieder und macht da halt Meldungen. Das findet er immer wieder vor. Irgendwann findet er heraus, was es damit auf sich hat und wie er dagegen vorgehen kann. Ja, und damit kämen wir dann zu der Sache, die 1 Million Jahre in der Vergangenheit spielt. Time Travel!
Also so gibt das ein ganz geiles Gesamtbild, ne? So. Also Story ist schon mal richtig geile Science-Fiction-Story. Aber das würde jetzt bei mir nicht reichen, um mich zu begeistern. Ich bin nicht der große Science-Fiction-Fan. Nicht mal ansatzweise. Ne, dementsprechend würde das hier an der Stelle nicht reichen. Aber ich habe hier neben mir einen Notizzettel geschrieben mit allem, was ich an sozialkritischen Punkten hier drin gefunden habe. Und das ist sau viel. Ich habe schon erwähnt, dass diese Tianzhu-Firma über diese Raumstation sozusagen herrscht. Sie ist die Regierung. Und das Ziel dieser Regierung ist, dass jeder Bewohner arbeitet, Geld verdient, oder besser gesagt halt, naja, Credits oder so, denn eigentlich arbeiten sie kostenlos und kriegen dafür halt etwas, was sie gegen Ware tauschen können. So ist es besser erklärt, weil, ja, diese Firma funktioniert im Endeffekt sozialistisch. Das ist ja absurd. Ja, darum geht es. Ja, alle müssen arbeiten, alle fassen mit an, dafür kriegen sie was und das sollen sie ausgeben. Ne? Und damit wird hier gleich Konsumkritik noch mit ausgeführt. Ne? Das sieht man schon allein, weil, wie wir es von 1984 kennen, mit diesen vielen schönen Plakaten, die ja eher diktatorisch sind, haben wir hier auch überall irgendwelche Plakate, die aber ganz was anderes sagen, aber auch eine Botschaft haben. Zum Beispiel kaufen, lieben, wegwerfen, kaufen. Ne? Sowas zum Beispiel. Oder kaufen, benutzen, wieder kaufen. Ne? Also, sage ich zu euch nur, kaufen, kaufen, kaufen. Arbeiten, schlafen, arbeiten. Sich setzen, arbeiten, gehen. Jedwede Arbeit ist ein kleiner Tod. Leben, arbeiten, kaufen. Ne? Halt überall sind diese Plakate. Und wo diese Plakate nicht sind, gibt es Werbeplakate, wie zum Beispiel für Becherhalter. Und die wiederum, diese ganze Werbeplakate, da sind überall nackte Frauen drauf. Die Frau hat die Chance, sich anzukleiden und macht's halt einfach nicht. So funktioniert das, ne? Sex sales, ne? Also, gerade das, was wir gerade bei uns abschaffen, wo ich es vielleicht auch übertrieben finde, weil man sollte ruhig nackt halt darstellen lassen. Und ich glaube, wir alle haben die alte Fahrwerbung geliebt aus den 90er Jahren. Tauchen Sie ein in die Faszination von Frische und Duft. Frisch wie die junge Fahr. Als junge gerade Bubchen, ne? Wird hier eingearbeitet und das aber auch so übertrieben, puff, ne? Also, Sozialkritik, Konsumkritik, klar, ne? Kommt rüber. Aber auch Rassismus, denn in dieser Welt gibt es eine neue Lebensform. Die Menschen konnten die Tiere irgendwie nicht weiter mit sich führen und haben die dann versucht zu klonen. Das ist schief gelaufen, dabei kam eine neue Rasse raus und zwar Mensch-Tier-Hybriden, außer bei Schlangen. Was hat er gesagt? Ach, ich habe keine Ahnung, was die Erwachsenen immer so labern. Dauernd dieser ganze Wah-Wah-Wah-Short. Ja, eine dritte Lebensform halt, neben Mann und Frau halt, gibt es diese Tier-Mensch-Hybriden. Interessanterweise werden die nicht nochmal in Mann und Frau getrennt, die gehen dann halt in eine Gemeinschaftsdusche. Hier gibt es halt Gemeinschaftsbäder, wie wir es halt aus Japan zum Beispiel kennen. Also die japanischen Einflüsse sind halt auch da, ne? Also ist nicht so das Thema. Ne? Und Männer und Frauen gehen halt getrennt, also Menschen, Männer und Frauen. Ne? Und diese Rasse, die wird so für so viele Sachen genutzt, die wir als sozialkritisch aufgreifen, zu einem sind sie einfach wirklich da, damit die Menschen irgendwo ihren Frust ablassen können. Die sind da, damit sie diskriminiert werden. Hier, ne? Und das nimmt dann ganz absurde Form an, die ich hier nicht spoilern will, die ich dann hier, aber vielleicht kommen die dann bei dem Video mit Ingo dann zum Wort, ne? Die ich hier aufgeführt habe, die damit zusammenhängen, ne? Die das Ganze noch viel verstörender machen für mich, ne? Also richtig, richtig heftig. Ne? Dann haben wir hier drin auch eine Revolution. Denn es gibt eine kleine Gruppe, die gegen diese Firma ist und denkt, wir brauchen was Neues. Ne? Und dabei kriegen wir halt auch wirklich erklärt, dass jede Regierungsform zu seiner Zeit eine Existenzberechtigung hat. Aber für diese hier ist die Zeit abgelaufen, weil der Mensch sich nicht mehr eigentlich nur noch damit zufrieden gibt, nur noch zu konsumieren und die Ersten halt da jetzt langsam die Schnauze voll haben. Ne? Dass ich ständig pleite bin. Dadurch halt jetzt diese geplante Hierarchiewechsel. Wir merken halt, dass diese Gesellschaft, diese Firma, diese Tianzhu ganz viel Dreck am Stecken hat. Ne? Und das auch richtig heftig, was da alles dann noch ans Licht kommt. Ne? Und gleichzeitig ist es eine Geschichte des Endes und des Neubeginns. Ne? Das eine, das verlieren wir.
und was anderes nimmt den Platz dafür ein. Also das Werk hat mir echt gut gefallen. Es steckt ganz, ganz viel drin. Und ich habe hier nicht mal einen Bruchteil dessen abgedeckt, was hier alles drin ist. Ich bin ja eigentlich auf die Handlung nur sehr, sehr grob diesmal eingegangen. Aber weil hier so viel Sozialkritik drin ist, ne? Wir haben halt Thema Gottkomplex, dass der Mensch sich selbst zu Gott aufschwingt. Wir haben die Schnelllebigkeit von Sachen. Wir haben, was ja zum Kapitalismus dazu. Wir haben das Thema Klimawandel, Rassismus. Ausbeutung ist hier noch mit ganz großes Thema und auch Massentierhaltung. Also hier ist ganz, ganz viel drin. Es gibt ein paar Punkte, die ich zurzeit für problematisch finde, denn hier gibt es eine Botschaft, die zum jetzigen Zeitpunkt von einigen Menschen missinterpretiert werden kann und auch werden würde, wenn sie das hier lesen. Ne? Dazu habe ich mir sogar eine Seite gemacht, wo da ein Zitat zu wäre, aber ich glaube, das möchte ich nicht vorlesen, nachdem ich es gerade nochmal gelesen habe, weil das wird missverstanden von bestimmten Menschen zurzeit. Ne? Aber für mich bleibt es ein echt tiefes Werk mit richtig geilen Zeichnungen, mit ganz, ganz viel Inhalt. Ne? Und ich glaube, ich habe noch nicht mal alles an Sozialkritik gefunden, weil manche Sachen sind halt auch wirklich nur mit einem Satz mal abgehakt, dass man halt irgendwo eine Unterhaltung mitnimmt, die halt irgendwo im Hintergrund geführt wird und da steckt halt irgendwo was Sozialkritisches drin. Ne? Also da ist wirklich viel zu entdecken und wir haben halt wirklich schöne Zeichnungen, ne, die wirklich sehr detailreich sind und einfach wirklich mir gefallen. Ne? An die Menschen muss man sich vielleicht gewöhnen. Ne? Hatte ich mich auch erstmal ein bisschen schwer getan, aber dann funktioniert das auch. Ne? Also ich bin wirklich sehr begeistert und wie gesagt, neunte Kunst und ich, wir planen uns da auch nochmal irgendwie zusammenzusetzen und dieses Werk nochmal etwas näher zu besprechen. Dann hat mir Reprodukt auf einen Sonnenstrahl von Tilly Walden zur Verfügung gestellt. Ein wunderschönes Science-Fiction-Märchen. Wichtig, hier halt auch das Märchen, weswegen ich halt auch bestimmte Sachen hier nicht ganz so streng sehe, was den Science-Fiction angeht. Wir lernen die junge Mia kennen und sie hat frisch die Schule beendet, nicht mit den besten Noten und war auf Jobsuche und sie hat aber Glück, eine Lehrerin konnte ihr helfen, ne, und konnte ihr einen Job vermitteln. Sie soll jetzt, naja, in der Restaurierungsbranche tätig werden, ne? Architekturrestaurierungsbranche, ne? Und schließt sich da einer kleinen Gruppe an, ne? Die halt Bauwerke, die im All sind, wieder herrichten sollen in Teilen oder halt auch für Museen bestimmte Sachen sichern sollen. Das Besondere ist, in dieser Welt gibt es keine Planeten. W T F. Jedenfalls nicht so, wie wir das kennen, sondern eher so kleine Planetoiden, auf denen Gebäude sind und manchmal halt auch einfach nur Gebäude, die halt einfach so im All schweben. Ne, wie hier. Ne? Also schon die Welt in der Hinsicht ist sie sehr interessant. Ne? Und sie fängt jetzt hier ihren ersten Arbeitstag an. Jedwede Arbeit ist ein kleiner Tod. In dieser Crew, bestehend nur aus Frauen, naja, und einer, naja, non-binären Person. Und sie, ja, soll halt jetzt hier arbeiten. Hat eigentlich keine Ahnung davon, aber naja, wir hatten alle mal irgendwann keine Ahnung, ne? Und dann springen wir 5 Jahre einfach in die Vergangenheit und sehen Mias Schulleben, ne? Und wie sie dort ein junges Mädchen namens Grace kennenlernen. Und die beiden sich näher kommen, ne? Hierbei wechselt das halt immer wieder hin und her mit der Gegenwart, mit Ereignissen in der Gegenwart und der Vergangenheit. Hierbei muss ich sagen, dabei kommt noch gar nicht so viel Story rüber. Die erste Hälfte dieses Bandes zeigt uns einfach nur Alltag damals in der Schule oder eben jetzt Alltag an der Arbeit und auf diesem Schiff mit diesen neuen Menschen, wie man Freundschaften schließt, wie man zueinander kommt, wie man halt Spaß miteinander hat, wie man aber auch zusammenarbeitet und in der Vergangenheit halt Schulthemen, Lernen, Sport, Freundschaft, die erste große Liebe mit Grace. Ne, das ist so erstmal das, womit sich die erste Hälfte des Bandes beschäftigt. Und das fand ich eigentlich schon richtig toll. Weil das war einfach schön, es war süß, ne, in Teilen romantisch. Natürlich gab es auch ab und zu mal einen kleinen spannenden Moment, wenn halt bei der Arbeit irgendwie der Boden unter einem zusammenbricht und man in die Tiefe stürzt und gerade noch so gerettet wird, ne. Also wirklich richtig, richtig toll hier an der Stelle. Ich liebe es! Zur Hälfte des Bandes nimmt das Ding eine ganz andere Wendung.
Weil die gute Grace stammt von einer ganz, ganz bestimmten Welt oder von einem ganz bestimmten Planetoiden, der großen Treppe. Ein Planetoiden, wo, naja, sehr viel Rohstoffe gibt und da ist halt so ziemlich der Rest des Universums her und da gab es Krieg und Streit. Mittlerweile ist der Planet ziemlich, also dieser Planetoide deswegen ziemlich heruntergekommen und ja, die Regierungen sind sich halt einfach, dieser Planetoid wird gemieden und gleichzeitig haben halt die Überlebenden dieses Planetoiden sich vom Rest der Welt losgesagt, also vom Rest des Alls, ne? Nur die gute Grace, ja, mit viel Hilfe durfte sie halt dieselbe Schule wie Mia besuchen. Aber irgendwas ist zu Hause passiert und die gute Grace wird nach Hause geholt. Und das ist natürlich ziemlich missbilligend, denn sie will nicht nach Hause, sie möchte natürlich bei Mia bleiben. Aber am Ende muss sie eine Vernunftentscheidung treffen und geht nach Hause. Ne? Nur ist es so, dass wir hier drin auch das Thema Mobbing haben und genau deswegen sich die gute Mia nicht von Grace verabschieden kann. Und jetzt erzählt sie in der Gegenwart ihren neuen Freunden, ihrer neuen Familie auf dem Schiff von Grace und sagt, ich will die jetzt nicht zu uns holen, aber ich konnte mich damals nicht verabschieden. Ich würde mich gern noch mit ihr aussprechen. Wollt ihr mir helfen? Und alle sagen, natürlich. Vielleicht hilft uns Kaltman. Wir sind eine Familie, wir helfen dir. Wir fliegen zu diesem Planeten, zu dem wir eigentlich nicht dürfen. Na? Und jetzt fliegen sie zu diesem Planeten, um Grace zu suchen. Nur passiert da noch ganz viel anderes, weil noch einige andere Figuren Verbindung zu diesem Planeten haben und mit einer anderen Person auf diesem Planeten noch was ganz Besonderes passiert, wodurch diese Geschichte plötzlich noch viel mehr Tiefgang kriegt und ich eigentlich sogar noch viel, viel mehr Einblick in diese Welt haben wollen würde, ne? Was dann noch alles im Hintergrund schwillt, ne? Und dann wird es halt noch wirklich richtig actionreich, richtig spannend, ne? Also da gehen wir weg von diesem Alltagsleben hin zur richtigen Action, ne? Dabei verlieren wir aber nicht das Thema Gefühl aus den Augen, ne? Diese Welt ist aber auch in einigen Punkten nochmal sehr besonders. In dieser Welt gibt es keine Männer. Es gibt Frauen und non-binäre Menschen. Was ich dann in diesem Fall ein bisschen komisch finde, weil wenn es eh nur ein Geschlecht gibt, dann ist doch non-binär der falsche Begriff. So oder so. Ne? Also, gut. Aber egal. Haben wir halt hier auch einen non-binären Menschen drin, den ich gerne mehr tiefer reingegangen wäre in diesen Menschen. Viel mehr Einblick habe. Es ist eine sehr schüchterne Figur, sehr zurückhaltend. Wir erfahren aber am Ende, dass da ganz viel Background ist, wo ich wirklich gerne noch mehr erfahren hätte. Ne? Also auch da war ich sehr begeistert. Aber wir leben halt in einer Welt, wo es sonst eigentlich halt nur Frauen gibt. Und das ist ja allein schon... Ich habe keine Ahnung, wie die sich fortpflanzen. Es wird nirgendwo hier thematisiert. Also das ist nicht mal überzeugend. Aber wir erfahren halt, es... Ne? Kinder haben halt immer zwei Mütter. Das erfahren wir halt. Ne? Und ich finde das alleine schon einen genialen Ansatz. Ne? Und wir merken aber auch gleich... Krieg gibt es auch in einer Welt, in der es nur Frauen gibt. Ne? Und auch Thema Mobbing gibt es halt auch in einer Welt, in der nur Frauen gibt. Aber auch Liebe und Romantik gibt es in so einer Welt. Ne? Und ne, es ist nicht so utopisch, wie man sich vielleicht manchmal vorstellen würde, aber es ist trotzdem schön. Also mich zumindest hat der auf so einer emotionalen Ebene abgeholt und gepackt. Und ich denke, so wird es den meisten eben einfach gehen. Mir gefällt auch sehr gut die Farbwahl. Ne? Wir haben halt auch immer meist die Seiten wieder mit einem Farbthema, gelb-rötlich. Ist in der Regel Gegenwart. Ne? Das ist nicht in Stein gemeißelt, gleich vorweg. Und Vergangenheit wird meist eben mit Hauptton blau dargestellt. Ne? Blau-violett. Ne? Nach hinten hin kippt das aber auch, weil wir dann ja uns eigentlich nur noch in der Gegenwart befinden, ne? In der großen Action-Story, ne? Aber hier finde ich die Farbgebung eigentlich noch viel eindrucksvoller. Ne? Vor allem, da sehen wir halt auch wirklich mal eine richtige Welt so, ne? Mit all ihren Mysterien, ne? Finde ich halt auch wirklich, wirklich toll an dieser Stelle, ne? Also, ich war sehr beeindruckt von diesem Werk, ne? Das Thema hat mir gefallen, ne? Auch wieder diese Liebe, die wir zwischen diesen Mädels haben, ne? Fand ich einfach so toll zwischen Mia und Grace und im Endeffekt
sie haben sich ja auseinandergelebt. Ne? Sie sind nicht mehr die, die sie vor 5 Jahren waren, wenn wir sie wieder treffen. Aber das arbeitet man halt auch wirklich so gut ein. Ne? Man merkt natürlich, dass die Tilly Walden hier aus eigener Erfahrung schreibt. Ne? Von ihr haben wir ja auch Pirouetten gehabt. Ne? Auch bei Reprodukt erschienen, habe ich ja auch gelesen, was ja eine Autobiografie war. Aber nicht so steingemeißelt, weil hier hat sie eher immer versucht, ihre Stimmung von damals, ihre Emotionen wiederzuspiegeln. Und dadurch sind so ein paar Sachen, die hier eigentlich zu kurz kommen, wo ich mir gedacht habe, du erzählst mir das jetzt, hättest du mir nicht einen kleinen Einblick über die Probleme mit deinen Eltern geben können oder über dein Mobbing. Plötzlich erzählst du mir, du wirst gemobbt schon seit Ewigkeit, warum sagst du nichts? Immer nur Eislauf, Eislauf, Eislauf. Ne? Aber das Eislauf dient halt eben nur zur Rahmenhandlung hier, um uns ihre Welt zu zeigen, um ihre Gefühle darzustellen. Ne? Und eben, wie gesagt, hier merken wir halt auch ganz klar, dass sie halt eben aus eigenen Erfahrungen schreibt, dass sie halt das, was sie kennt, hier niederschreibt. Ne? Die Wahrnehmung von anderen Leuten ihr gegenüber mit hier reinschreibt. Darum haben wir hier ja auch eine non-binäre Figur drinne, die auch sehr zurückhaltend ist. Ne? Und das war ja die gute Tilly eigentlich auch. Sie war ja recht zurückhaltend in dem anderen Werk. Ne? Wir haben aber auch das Liebesthema mit Grace und da denke ich halt auch sofort an die Liebesbeziehung, die sie dort in der Geschichte hatte. Ne? Also man merkt alles hier schon auch, das Thema Eiskunstlauf wird angesprochen, ne? Aber eben, hier gibt es halt eben auch dieses Thema der Ausgrenzung. Ich möchte euch hier jetzt noch ein kleines Zitat mitgeben, was ich denke sehr eindrucksvoll und wichtig ist, ne? Um halt auch mal den Blickwinkel ein bisschen zu verschieben in Sachen eigener Wahrnehmung. Wir haben hier drin eine non-binäre Figur und die wurde hier von einer Person, ja sag ich mal, nicht sehr respektvoll behandelt. Und darauf kommt es zum Knatsch. Ja? Und da gibt uns eine Person dann ein wunderschönes Zitat dazu mit. Ne? Hast du je darüber nachgedacht, dass etwas, was für dich belanglos ist, für jemand anderes sehr wichtig sein könnte? Nur das zu respektieren, das du kennst, damit machst du es dir zu leicht. Und ich denke, das ist auch wieder ein sehr starkes Zitat, was wir in vielen Punkten mitnehmen können. Dann bringt Reprodukt seit einiger Zeit ja auch Mangas raus. Ne? Und ganz neu haben sie herausgebracht Roter Schnee von Susumu Katsumata. Ne? Den mir Reprodukt netterweise als Rezensionsexemplar auch zur Verfügung gestellt hat. Herzlichen Dank dafür. Und das sind Kurzgeschichten hier drinnen. Ne? Dafür war wohl der Susumu Katsumata, wenn ich es dem Nachwort richtig entnehmen konnte, bekannt. Der hat halt solche Kurzgeschichten für ein Magazin geschrieben. Ne? Die sind aber alles ganz klar keine jugendfreien Kurzgeschichten hier drinnen, gleich vorweg. Nein, dann eben nicht. Diese Geschichten haben es immer irgendwo mit Sexualität oder Sex zu tun und das auch teils fragwürdig. Ne? Wir haben hier erstmal am Anfang eine Geschichte namens Maulbären und diese Geschichte kennen wir in einer ähnlichen Form bereits aus diesem Band, denn hier in diesem Band von Yoshiharu Tsuge, Rote Blüten, gibt es die gleichnamige Geschichte, Rote Blüten, ne? In der uns erzählt wird, wie ein junges Mädchen zum ersten Mal ihre Tage bekommt. Ne? So, ich fand nur hier leider diesen Verband nicht gut, weil man halt den Buchrücken mit den Buntseiten verklebt hat und dadurch bricht hier, wie ihr seht, habe ich hier. Das hängt nicht. Ne? Also irgendwann hat man das Innenleben von diesem Band drin. Ne? Das ist ein Kritikpunkt bei diesem Band. Ne? Im Endeffekt ist das die Geschichte dort und Maulbären erzählt uns eine ähnliche Geschichte, nur aus einem anderen Blickwinkel. Dort hatten wir eben einen Reisenden aus der Stadt, der in eine ländliche Gegend kommt und das sozusagen mitbekommt. Ne? Hier ist es jetzt so, wir befinden uns in einer vorindustriellen Zeit, wir befinden uns bereits auf dem Land und die Geschichten hier drin werden uns auch immer von Personen vom Land erzählt und hier haben wir es mit einem Jungen und einem Mädchen zu tun, die halt Freunde sind, sich aber regelmäßig streiten. Und genau bei so einem Streit bekommt halt das Mädchen zum ersten Mal ihre Tage. Das bekommt der Junge aber so nicht mit, ne? Also weiß er nicht. Ne?
Aber wir merken dann, dass daraufhin das Mädchen sich halt ganz anders benimmt in den bei den drauffolgenden Begegnungen, ne? Und wir merken auch, dass dieses Mädchen, was in einer Herberge arbeitet, auch ja ganz anders plötzlich von den Gästen betrachtet wird, ne? Was dann auch wieder unseren Jungen dazu ruft, ne? Ja, eine Geschichte raus, ne? Dann haben wir hier die Geschichte Kodamo drinne. Da geht es um ein junges Mädchen, was halt sehr abgeschieden im Wald wohnt mit ihrem Vater. Ne, der Vater ist zwar immer mal irgendwo am Arbeiten, aber das Mädel hat halt keinen Kontakt und hat sich mit einem Kastanienbaum angefreundet. Und das auch in sehr, sehr spezielle Art und Weise. Wir dürfen nicht vergessen, Japan ist ein sehr spirituelles Land und man spricht ja vielen Dingen und auch Pflanzen und Tieren einen gewissen Geist, eine gewisse Seele zu und so halt auch diesem Kastanienbaum, ne? Das ist dann halt schon fast eine spirituelle Geschichte, die uns hier erwartet, ne? Dann haben wir hier Zikadenhügel. Da geht es um eine ältere Dame, von der wir halt als Tratsch und Klatsch erfahren, dass sie halt einst ein Edelmann zum Partner hatte, also einen sehr reichen Mann, aber sie wäre diesem halt fremdgegangen, worauf er sie sitzen lassen hat und sie lebt halt jetzt alleine, ne? Aber so ganz scheint das nicht so zu stimmen, wenn wir dann die Geschichte am Ende weiter betrachten. Was ist nur los mit dieser Welt? Dann haben wir hier drin auch eine, ich möchte mal behaupten, sehr mutige Geschichte, die sich mit einem Thema beschäftigt, was nicht besonders gesellschaftsfähig ist, wo man auch in der Regel sagt, nö, das existiert nicht, und zwar dem Thema der Vergewaltigung des Mannes. Vergewaltigung der Frau ist in unserer Gesellschaft oft Thema und von vielen wird halt auch nur das als Vergewaltigung wahrgenommen, ne? Weil man gibt es sowas halt nicht und wenn man das erzählt, das wird man noch belächelt, ne? Und mit so einer Geschichte haben wir es hier zu tun, wenn wir die Geschichte von einem Sack erzählt kriegen. Hier geht es um ein Bettelmönchen, der in ein Dorf kommt, wo nur Frauen sind. Die Männer sind alle arbeiten am Meer, ne? Und die Frauen sind halt über die Saison alleine, ne? Und der Bettelmönch kommt vorbei und sie nehmen ihn herzlich auf, führen ihn ein, machen ihn betrunken und dann macht sich auch schon die erste Frau an ihn ran. Und ab da an wird dieser Mann in einem Sack gepackt und einfach von einer Frau zur nächsten weitergegeben. Ne? Und am Ende... Spoiler. Naja, wird er nur freigelassen, weil der Steuereintreiber kommt. Und naja, freigelassen ist vielleicht auch zu viel gesagt, denn eigentlich wird er einfach nur weggeworfen. Ne? Ja, verstört. Wir haben aber natürlich gleich danach auch noch das Gegenbeispiel mit Kokeshi. Da haben wir es mit einem Fürsten zu tun, an den sich keiner rantraut, weil dieser angeblich von den Toten zurückgekehrt ist und er auch noch Ähnlichkeit mit einem Kappa hat, ne? Haben alle Angst vor ihm und dieser geht jede Nacht in ein anderes Wohnhaus und vergewaltigt im Endeffekt die Frauen, die in diesen Häusern wohnen und naja, manchmal werden die halt auch schwanger und dann wird das Kind einfach im Fluss ersäuft. Das ist im Endeffekt die Botschaft. Dadurch gibt es dort so viele Kappas, ne? Diese Sache kann man halt auch sehr viel interpretieren in dieser Geschichte dann noch. Ja, dann haben wir hier drinnen noch die Geschichte Traumgeist. Da haben wir es wieder mit einem Bettelmönchen zu tun. Aber die Geschichte jetzt zu beschreiben, ohne sie zu spoilern, ist schwer. Ich sag mal, er hat eine ganz spezielle spirituelle Erfahrung in dieser Geschichte, ne? Klar. Dann haben wir die Geschichte Maboroshi. Hier geht es halt um ja eine Shamisan-Spielerin. Der Begriff, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, im Buch wird es gar nicht genannt, da wird einfach nur Gitarre gesagt, ne? Also es ist eine einseitige Gitarre und blinde Frauen sind damals durchs Land gereist, haben darauf immer Lieder gespielt, die meist einen sehr traurigen Klang hatten und dann haben sie halt eben ein bisschen Geld gespendet gekriegt, ne? Und hier haben wir es eben mit so einer blinden Dame zu tun, die halt eben ja durchs Land zieht und jetzt wieder in einem Dorf zurückkommt, aber diesmal hat sie ein kleines Mädchen dabei und dabei erfahren wir, dass dieses Mädel halt eine recht traurige Herkunftsgeschichte hat, sowohl was ihre Geburt angeht, als auch ihre Jugendjahre, bis sie zu dieser Frau gekommen ist, die nun mit dieser auf Reisen ist, ne? Gleichzeitig wird uns hier aber auch noch erzählt, wie sich ein Junge eben in dieses Mädchen verliebt, ne? Was ich auch ganz toll fand, ne?
Dann haben wir noch mal eine Kappa-Geschichte, und zwar Tora Chiro Kappa. Hier haben wir es mit einem gewalttätigen Ehemann zu tun, der seine Frau immer wieder schlägt und ihr Gewalt antut. Und ein Junge beobachtet das und er gibt halt dem Schutzgott des Dorfes, einem Kappa, Bescheid. Kümmere dich doch bitte mal darum, weise den doch mal zurecht, ne? Und so kommt es zum Duell zwischen den beiden. Schreiter links, Schreiter rechts. Mit einem auch sehr interessanten Ausgang, ne? Was ich auch sehr genial fand, ne? Dann haben wir eine Geschichte, die würde ich als romantisch betrachten. Wildgänse Gedankdacht. Auch hier ist aber trotz allem wieder das Sexuelle auch mit drinnen, ne? Wir, ja, sehen einen älteren Herrn, der einen jungen Mann im Schneesturm gefunden hat, ihn nach Hause bringt, ihn pflegt, ne? Aber es sieht so aus, als würde der junge Mann nicht überleben, ne? Und der ältere Herr hat noch eine Tochter und die möchte nicht, dass dieser junge Mann stirbt. Er erinnert sie an ihren, ja, scheinbar Ex-Mann, wenn ich es richtig verstanden habe, ne, der verstorben ist, ne? Und sie tut halt alles, um ihm am Leben zu erhalten. Und das tut sie halt mit ihrer Körperwärme. So beschreibe ich es jetzt mal. Sie hatten Sex. Das ist eigentlich sogar eine ganz romantische Geschichte, wie das dann eben dann weitergeht, ne? Schön, schön. Dann haben wir die Geschichte, die titelgebend ist Roter Schnee, ne? Wo es um die Beziehung eines jungen Mannes und seiner Freundin geht. Ne? Er arbeitet aber in der Sake-Herstellung, in der Brauerei, ne? Und sie möchte halt so ein bisschen von ihm Alkohol bekommen, ne? Und es geht dann halt eben in die erotische Richtung. Also das würde ich halt auch wirklich einfach auch gar nicht als großartig mehr rein interpretieren, als dass das eine eher erotische Geschichte ist. Hand! Ja, das ist deine Hand. Sehr gut. Also alles sehr interessante Kurzgeschichten. Man könnte diese Geschichten halt noch weit tiefer reingehen, auch was Interpretation angeht, muss ich dazu sagen. Da steckt halt noch ganz, ganz viel drin. Die Zeichnung, ja, ganz ehrlich, ich sind halt sehr minimalistisch für die Zeit halt üblich. Trotzdem auch sehr detailreich, ne? Darüber bin ich halt ganz oft erstaunt, wenn ich so alte Mangas sehe, auch schon bei Shigeru Mizuki, wenn man da so die Hintergründe ansieht und so, wie detailreich die dann teils sind, ne? Vor allem, wenn man dann so ganze Dörfer dann vom Weiten sieht, ne? Oder die Häuser, ist halt schon manchmal sehr eindrucksvoll, ne? Die Zeichnungen jetzt der Figuren sind recht minimalistisch halt in der damaligen Zeit halt, wie es in der damaligen Zeit üblich war, ne? Mir haben eigentlich alle Geschichten gut gefallen. Ich muss sagen, die Geschichte mit diesem Kappa-Fürsten, ne, der halt nachts die Töchter und Frauen besteigt, die ist mir ein bisschen auf den Magen geschlagen. Mit der hatte ich meine Schwierigkeiten. Und die Geschichte von einem Sack, die ist mir auch ein bisschen auf den Magen geschlagen. Das muss ich halt dazu sagen, ne? Ja, und ich fand auch sehr interessant dann diese Tochihiro Kappa Story, weil die halt so eine sehr interessante Wendung hatte, ne? Ja, toller Manga. Keine Ahnung, ob wir noch mehr von Susumu Katsumata erwarten können, aber das ist auf alle Fälle schon mal ein toller Auftaktband. Leck mich fett, was für eine Scheiße. Thema Sex ist hier halt vorherrschend. Das müsst ihr euch drauf vorbereiten. Aber das gefiel mir halt jetzt wirklich schon mal sehr gut. Das Ding funktioniert. Und zwar echt gut. Ja, hoffe, dass da noch ein bisschen was kommt. Würde ich mir noch mehr angucken an dieser Stelle. Ich habe das vierte Heft von Heroes Reborn jetzt gelesen. Wir haben dann erstmal die Wonder Woman Story. Hey there, Wonder Woman. Flying your invisible plane, I see. Boy, this is awkward. I'm actually in the lavatory of the invisible plane. Oh, you mean right now you're... Yeah. Die uns halt erzählt, wie sie halt eben die unterschiedlichen Götter besiegt und getötet hat, ne? Und dann sehen wir auch, was sie so als Feinde hatte, wenn die hat all ihre Feinde versteuert, wie Jeanette Van Dyne als Gigantes oder Tigra. Warte, da ist Tigra. Und Tigra nimmt natürlich hier die Rolle eigentlich ein von Cheetah. Wir haben aber auch Nal hier mit abgebildet, ne? Weil ist ja ein Gott, ne? Oder Hera dann hier hinten, ne? Ist ja auch ein Gott, ne? Sie erweckt hier sogar mal kurzfristig Herakles wieder zum Leben, ne?
sie erzählt uns, wie sie mit Namor im Meer gepimpert hat, umgeben von haufenweisen toten Nazis. Und dann kommt aber ein Donnerkrollen daher. Und das ist kein normales Donnerkrollen. Und sie merkt, da stimmt was nicht, ne, und macht sich nun auf die Suche des Ursprungs dieses Donnerkrollens. Ne? Und dann bekommen wir hier aber natürlich wieder diese Vermischung zwischen halt DC und Marvel so schön präsentiert. Zum Beispiel, dass halt jetzt in diesem Fall Gore von Wonder Woman besiegt wurde oder auch, dass Adolf Hitler halt von Wonder Woman geköpft wurde. Ne? Also auch wirklich richtig Anspielung halt auf diese Thor-Story von Jason Aaron mit Zukunfts Power Princess und Vergangenheits Power Princess. Ne? Da, wo eigentlich Thor die Rolle einnehmen würde. Ne? Und nun hat ja jede der Figuren ihre eigene Ausgabe gehabt und dementsprechend beginnen wir jetzt ja im Endeffekt mit der Hauptstory. Okay, das ist ja mega nice. Alles war jetzt erstmal nur die Figur vorstellen und jede Figur hat schon wahrgenommen, dass halt irgendwo da im Hintergrund was läuft und eine neue Gefahr sich anbahnt in Form von Avengers. Ne? Und nun suchten halt eben ja, das die Justice League of America, die Avengers auf. Und dafür finden sie jetzt Wakanda, wo ihnen nun die Rächer entgegentreten werden. Und das werden wir in kommenden Ausgaben sehen. Ne? Wir kriegen jetzt eigentlich, erfahren wir jetzt komplett wirklich, wie diese Welt entstanden ist, ne? Und was dazu geführt hat. Ne? Und da passieren halt auch wieder ein paar Sachen. Ich bin sehr gespannt aufs Finale. Sage ich euch gleich. Ich mag dieses Event. Es ist ein wirklich unterhaltsames Event. Ich mag diese Vermischung zwischen Marvel DC. Ich werde mir hier wohl auch alle Tie-Ins holen. Also die drei, ich glaube drei Sonderbände sind es, werde ich mir holen. Was jetzt aber schade ist, das Connecting-Cover funktioniert hier nicht mehr. Ich verstehe nicht so ganz, wieso es nicht funktioniert, weil es eigentlich noch funktionieren müsste. Ich verstehe es wirklich nicht. Ne? Auf dem ersten haben wir ja hier einfach nur mal, okay, wir sehen, was unsere alten Helden jetzt hier machen. Blade halt und Tony Stark wurde ja kein neuer Rächer und Robert Reyes, ne? Sieht man halt hier, ne? Und Blade, der ja von hier heraus halt so ein bisschen agiert. Und wir sehen hier schon leicht den Umhang von Hyperion alias Superman. Damit geht's dann an Ausgabe 2 weiter. Dann angesetzt, ne? Wie ihr hier seht, im Kampf gegen Hulk. Das geht rüber zu Blur, glaube ich, da. Ja, Blur, alias Flash, der gegen Silver Witch kämpft. Ne? Hieran setzen wir dann natürlich jetzt die Ausgabe mit Green Lantern, also Dr. Prisma, ne? Und Thanos. Passt auch perfekt. So, aber Ausgabe 4, ne, hier gab es ja nur das eine Cover, kann ich nicht ansetzen. Ne? Und die nächste Ausgabe wäre ja Nighthawk, also Batman, die ja hier mit drin war. Und dazu haben wir ja das Cover. Die müsste jetzt also hier irgendwie angesetzt werden. Geht aber nicht. Seht ihr? Hä? Hier seht ihr, funktioniert es wieder. Beide miteinander verbunden. Ne? Und das nächste Cover ist dann jetzt die Rächer. Also hätte man eigentlich Schwadron Supreme gegen die Rächer. Aber hier scheint jetzt auch wieder eine Lücke zu sein, weil hier haben wir wieder einen Umhang, den wir hier auch nicht sehen. Oder seht ihr den Umhang? Keine Ahnung. Also leider ist das ganze Connecting Cover an dieser Stelle zerrupt. Wäre natürlich schön, wenn man einfach natürlich eine ordentliche, wie früher hier vorne noch die Cover mit abbilden würde. Dann könnte man das vielleicht jetzt ein bisschen besser nachvollziehen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht passen da auch dann einfach die Cover mit von den Sonderbänden da irgendwie noch dazwischen und dann funktioniert es wieder. Keine Ahnung an dieser Stelle. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, ist schwierig, ne? Immer schwierig. Dann habe ich weitergelesen mit Star Wars, der Shu-Torun-Krieg. Ne? Dr. Aphra ist ja jetzt Gefangene der Rebellen. Darth Vader setzt ein Kopfgeld auf sie aus, um sie halt ja, zurückzukriegen. Dabei ist ihm egal, ob lebend oder tot. Ach, mit dem Kopf! Denn sie hat ja einfach zu viele Informationen über seinen geheimes Plänle, über den wir ja auch noch nichts verstanden haben, so wirklich, über diesen geheimen Plan, ne? Und ja, Vader selbst wird nun auf den Planeten Shu-Torun geschickt, wo einfach, naja, die Mineralabgabe nicht mehr so läuft, wie sie laufen soll, und er soll das halt klären, denn ja,
das Imperium braucht Material für neue Waffen, neuen Todesstern, muss halt geliefert werden. Nicht schießen, da ist kein Lebewesen an Bord. Was heißt nicht schießen? Werden wir jetzt pro Laserschuss abgerechnet? Du machst die Kalkulation nicht, sondern ich. Das ist einer der reichhaltigsten Planeten für Material. Ne? Nur leider wird er hier vom aktuellen König in eine Falle gelockt, die halt einfach schlichtweg nicht mehr für das Imperium tätig sein will. Also, ja, muss er sich jetzt was einfallen lassen, um diese Sache zu regeln. Ne? Fand ich klasse, spannend. Ne? Auch wieder mit seinen Konkurrenten geht da ein bisschen was voran, was ich ganz nett fand. Und teils auch ein bisschen nicht so nett, weil da eine Sache passiert, die mir dann nicht so gefallen hat. Ne? Und ja, der Erschaffer von diesen Konkurrenten, der deutet uns auch noch an, dass er da so ein bisschen mehr Verbindung zu Darth Vader hat, als wir bisher dachten. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich habe mir das schon beim Lesen bei seinem ersten Auftritt gedacht, dass da könnte noch eine Verbindung da sein. Und ja, die hat sich eigentlich nur bestätigt. Ne? Dann habe ich noch gelesen, das Gefängnis der Rebellen. Ja, die gute Dr. Aphra ist ja nun Gefangene der Rebellion. Und Prinzessin Leia bringt diese nun zu einem Raumgefängnis. Gut gemacht. In der Nähe einer Sonne. Ne? Dort wird Dr. Aphra hingebracht und nebenher wird sie befragt. Sie schafft es irgendwie regelmäßig, irgendwie ihre Ketten zu sprengen, was Leia ziemlich ärgert. Ne? Und plötzlich taucht hier eine andere Form von Rebellen auf und möchte alle Gefangenen töten, inklusive Dr. Aphra. Los, verpisst euch wieder. Und das ist genial, weil diese Person uns auch aus einer anderen Story bereits bekannt ist. Ne? Also das finde ich halt auch ganz genial gemacht, ne? Wie dann so ein bisschen was aufgebaut wird. Und am Ende haben wir dann nochmal einen Ausschnitt aus Ben Kenobis Tagebuch, wo er halt wieder beobachtet, wie Luke Skywalker groß geworden ist. Hierbei muss aber gesagt werden, dass diese Story eigentlich vorne in den Band gehört und hier hinten veröffentlicht wurde, weil das ist Ausgabe 15, ne? Und die hat man nach hinten verbannt und wir beginnen diesen Band mit einem Annuell und dann mit Ausgabe 16, 17, 18, 19 und dann erst Ausgabe 15. Also man hat die falsch einsortiert, hat man aber gemacht, weil sie halt jetzt die Story nicht vorantreibt, sondern nur ein bisschen Hintergrund wieder gibt. Vielleicht wird das nochmal aufgegriffen irgendwo, aber hier erstmal wäre das dann für diese Story halt nicht wichtig, dann hat man es halt nach hinten verbannt. Kann man machen, muss man nicht, ich mag das nicht so sehr, ich habe es gerne chronologisch in der richtigen Reihenfolge. Dir ist wirklich scheißegal, was die Leute von dir denken. Ja, also mir macht diese Reihe viel Spaß. Darth Vader und halt auch Star Wars normal. Beide super. So, ich habe da jetzt noch den nächsten Darth Vader Band. Auf den freue ich mich sehr. Und dann habe ich aber noch drei Miniserienbände. Also mit abgeschlossenen Miniserien hier liegen. Chewbacca. Wie heißt er? Lando Calrissian. Und einen mit Obi-Wan und Anakin. Mal schauen, was mich da erwartet, weil das wäre dann mit Sicherheit in den Klonkriegen zu verankern, denke ich mal. Oder kurz vor den Klonkriegen. Bin ich halt auch neugierig drauf. Mal schauen, was mich da erwartet. Ne? Also ich muss sagen, diese Marvel-Star Wars-Sachen machen mir viel Spaß. Okay, damit sind wir auch schon durch mit dem, was ich letzte Woche gelesen habe. War die Woche nicht viel durch einige Umstände, ist halt manchmal so. Ne? Ich hätte mir gewünscht, dass ich eigentlich noch mehr geschafft hätte, aber gut, das ein bisschen was ist ja gelesen worden. Ne? Und damit würde ich sagen, das war's. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, Leute.